Hallo Jena. Zum Freitag wie immer ein Strauß von Themen aus der vergangenen Woche. Ich will beginnen mit einem Thema, das Sie hier auch in dem Format nicht zum ersten Mal hören. Ich habe schon öfter davon gesprochen, dass wir im Rahmen eines Stadt-Umland-Konzeptes dabei sind, gemeinsam mit den Bürgermeistern von fast 30 Umlandgemeinden ein Konzept zu entwickeln, das es möglich, zulässig machen soll, dass im Umland Wohnraum entsteht, von dem klar ist, dass er nicht für die Gemeinden selbst dort benötigt wird, sondern für Menschen, die in Jena mal arbeiten wollen und dann dort aber wohnen. Das darf man nicht so ohne weiteres, aber mit so einem Konzept darf man das dann. Und da sind wir jetzt in der vergangenen Woche, am Freitag letzter Woche, große Schritte wieder gegangen. Wir machen das ja zusammen mit einem Planungsbüro, das das Ganze eben kriteriengeleitet machen will. Es geht nicht um Windhundrennen und wer am lautesten ruft und wer am schnellsten ruft, bekommt was, sondern wir müssen das kriteriengeleitet machen und dann wird eben geschaut, zunächst von grobkörnig zu dann immer feiner werden, sodass das Bild immer klarer wird, wo man das denn sinnvollerweise machen könnte, wie viel und an welchen Stellen genau. Wir haben da inzwischen in 14 Städten und Gemeinden etwa 40 Gunsträume gefunden, wo man sowas am ehesten machen kann. Und das orientiert sich an Kriterien wie der Erreichbarkeit, sowohl durch den öffentlichen Nahverkehr, Bus oder Bahn, als auch mit dem Auto, wo die Straßeninfrastruktur gut ist. Es geht danach Größe des Ortes. Also natürlich wird man das, ich überspitze jetzt ein bisschen, nicht an ein 20-Seelendorf ranklatschen, sondern wahrscheinlich eher an etwas größere Strukturen gehen, die dann oft auch den Vorteil mit sich bringen, dass es einen Nahversorger am Ort gibt, dass es vielleicht einen Kindergarten oder eine Schule am Ort gibt. All das sind ja Gründe, wonach Menschen suchen in der Nähe zu ihrem Wohnraum. Wir sind dabei, mit dem Planungsbüro, das wir beauftragt haben, jetzt über Dinge nachzudenken wie Raumstruktur, wie Siedlungsstruktur, wie Freiraumstruktur. Was muss man sich da jeweils drunter vorstellen? Raumstruktur, wenn man sich so an den Geografieunterricht aus der Schule erinnert, blinde Karte. Man hat die Orte, die Städte eingetragen und vielleicht die Straßen- und Bahnlinien. Und dann würde man in so einer blinden Karte dann quasi Korridore entlang der Autobahn haben oder Korridore entlang von Bahntrassen, wo es natürlich besonders sinnvoll ist, sowas hinzugeben, neuen Wohnraum entstehen zu lassen. Man wird sich, wenn man die Städte und Gemeinden eingezeichnet hat, nach dem Zentrale-Orte-Prinzip richten, also die Erreichbarkeit und auch die Ausstattung von solchen Orten spielt eine Rolle. Kommt man schnell hin, kommt man gut davon weg und ist es groß genug, um quasi die Dinge vor Ort zu haben, die so zur Daseinsvorsorge gehören, Einkaufsmöglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten und so weiter. Und natürlich wollen wir auch, dass es Konzentrationsprozesse gibt. Also wir wollen nicht hier und da und dort die Landschaft zersiedeln und zwei Häuser da und zwei Häuser dort hinstellen, sondern das soll natürlich möglichst flächensparend und ressourcenschonend passieren, eben innerhalb oder angrenzend an Strukturen, die schon da sind. Und das beinhaltet auch die Infrastrukturfrage. Wenn man jetzt irgendwo auf die grüne Wiese was hinbauen will, muss das ja vorher erst noch erschlossen werden. Strom muss hin, Wasser muss hin, Abwasser muss hin und all das ist natürlich super teuer, insofern sinnvoll, wiederum das eben an Strukturen anzugliedern, die es schon gibt. Ja, insgesamt ist also die Frage Raumstruktur, da ist es übrigens super spannend, den Regionalplanern mal beim Lautdenken zuzugucken und die Präsentation, die Folien von denen zu sehen. Da kriegt man ein Gefühl dafür, wie Raum funktioniert und wie Raum wirkt. Dann, wenn man jetzt mal sich nicht die ganze Region als Raum vorstellt, sondern konkret auf eine Siedlung, ein Dorf oder eine kleine Stadt reinzoomt, geht es um die Frage Siedlungsstruktur. Und da wollen wir das natürlich nach dem Prinzip Innen- vor Außenentwicklung machen. Soll heißen eben wiederum nicht, du hast ein Dorf und gehst 300 Meter weg und baust ganz draußen irgendwas neu, sondern du versuchst möglichst im Ortskern, wenn da noch Lücken sind, die zu schließen oder du erneuerst ein Gebäude, das sonst verfallen würde, bevor du nebendran ein ganz neues von Null baust. Und deswegen fokussiert sich das eben stark auf die Ortskerne oder auf gut erschlossene Ortsteile. Und es ist auch hier immer die Frage, eher nachverdichtet
verdichten und nicht Flächenfraß und Zersiedelung nach außen. Und dann kommt über Freiraumstruktur, kommen Dinge wie Klimaresilienz ins Spiel, wie Wassersensibilität ins Spiel. Also bauen wir so, dass Frischluftschneisen erhalten bleiben, dass Grünzüge, auch längere überörtliche Grünzüge erhalten bleiben. Berücksichtigen wir die Funktion von Fließgewässern für das Ökosystem. Da können sich Tiere hin und her bewegen oder auch die Auen entlang der Flüsse, wollen wir die erhalten. Erhalten wir Überschwemmungsgebiete, dass Flüsse und Bäche auch die Möglichkeit haben, im Hochwasserfall sich auszubreiten und eben nicht den Siedlungsraum zu betreffen. Und da haben wir dann eher Gründe, die gegen einen bestimmten Ort sprechen. Dort würde man dann halt bevorzugt nicht bauen. So, und dann legt man diese Karten alle übereinander und kommt am Ende bei einer Gesamtkarte raus. Und da sind wir jetzt, dass wir genau mit dem Finger drauf zeigen können auf einzelne Siedlungsstrukturen, also Klein- und Mittelstädte, wo man Gunsträume hat, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass am Ende solcher zusätzlicher Wohnraum entstehen kann. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt geht das Planungsbüro bilateral auf die einzelnen Gemeinden zu, auf die Bürgermeister zu und holt deren Wünsche ab. Kann sein, dass man sich da, weiß nicht, 3, 4, 5 Flächen überlegt hat, auf denen man gerne Wohngebiete entwickeln will. Und das trägt jetzt das Büro alles zusammen. Und dann werden diese Wünsche, meine Vermutung ist, das wird in Summe etwas mehr sein, als es am Ende tatsächlich geben kann. Aber dann werden diese Wünsche gesammelt, bewertet, eben nach den Kriterien von eben, wo ist es sinnvoll, wo ist es ganz und gar nicht sinnvoll. Und dann legt man das übereinander. Und wenn wir das dann noch gemacht haben im nächsten Schritt, dann müsste das Konzept im Prinzip schon so gut wie fertig sein. Und dann können wir vermutlich nächstes Jahr anfangen, sehr konkret zu werden. Und dann kann man mit den Gemeinden auch an die konkrete Entwicklung solcher Flächen gehen. Also Sie sehen, das Thema ist weit vorangetrieben worden. Wir haben ja immensen Bedarf an Wohnraum und ich habe ja hier auch schon öfter geschildert, dass wir da eine Doppelstrategie fahren. Natürlich wollen wir auch im Stadtgebiet weiter Wohnraum entwickeln. Das verfolgen Sie. Da sind auch jetzt gerade wieder einige größere Projekte in der politischen Pipeline. Parallel dazu aber eben diese Entwicklung auch mit dem Umland. Ja, etwas komplexeres Thema. Das waren jetzt ein paar Minuten mehr. Dann einige Veranstaltungen, die in der vergangenen Woche passiert sind, einige wichtige Veranstaltungen. Wir hatten den 9. November. Das ist ja in jedem Jahr hier ein ganz, ganz zentraler Gedenk-, Erinner- und Mahntag für die Stadt, wo wir mit einem mehrteiligen Programm erinnern an die furchtbaren Geschehnisse am 9. November 1938, die Pogrome, die hier in Deutschland stattgefunden haben damals. Und das ist wie in den letzten Jahren eigentlich immer. Zunächst gibt es im Damenviertel an der Kita Janusz Korczak einen Lampionumzug, wo auch die Allerkleinsten schon ganz vorsichtig, ganz behutsam an das Thema mit herangeführt werden. Für die ist es natürlich primär ein Martinsumzug. Aber es gibt immer auch eine kleine Einordnung, eine kindgerechte Einordnung für die Dinge, die eben damals in Deutschland passiert sind und dass wir das nicht wiederholt sehen wollen. Dann gibt es immer die große und jedes Jahr noch etwas größere als vorher angelegte Aktion Klang der Stolpersteine, wo ich den Initiatoren um Till Noack sehr, sehr dankbar bin, dass sie da dran bleiben und jedes Jahr wieder dazu motivieren, dass sich Musikerinnen, Musiker, oft auch Schülerinnen, Schüler an die Stolpersteine stellen, die Stolpersteine putzen. Die Aktion, die gibt es deutschlandweit, aber hier eben verbunden mit Musik an diesen Stolpersteinen und von dort dann gemeinsam zum Westbahnhof zu gehen und da die große Veranstaltung, die große Gedenkveranstaltung zum 9. November zu haben. Und die war in diesem Jahr, ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen gehört, aber meine Schätzung, und das deckt sich mit dem, was viele, die dort waren, auch gesagt haben, das waren so zwischen 1,5 und 2,000 Menschen. Also wirklich groß, ein ganz, ganz breiter Querschnitt der Bevölkerung und sehr, sehr eindrückliche Reden. Wir hatten diesmal, das war neu, auch einen Poetry Slam dabei, der, glaube ich, für viele der berührendste Moment des ganzen Abends war. Eine Jugendliche, ich glaube 9. Klasse, die da einen ganz, ganz großartigen Poetry Slam zum Thema hingelegt hat. Das ging wirklich nah. Ich hoffe, dass diese Tradition in den nächsten Jahren genauso groß fortgeführt wird. Das macht Mut, so viele Menschen gemeinsam für die gleiche Sache an einem Ort versammelt zu sehen. Ganz anderes Thema, aber auch viele Menschen an einem Ort, war am Sonntag, dann am Tag danach,
Und auch die Tage davor schon, das ging über 3 Tage im Universitätscampus, die Lichtbildarena. Und zwar die 20. Die Lichtbildarena hat Geburtstag gefeiert. Seit 20 Jahren, gut, mit Corona-Pause etwas über 20 Jahre gibt es die schon. Das war jetzt die 20., die stattgefunden hat. Und das wissen Sie, das ist Vincent Heiland, Barbara Vetter, die beiden, die seit Jahrzehnten Reisen, internationale Reisen unternehmen und von diesen Reisen Bilder, Videos, Berichte mitbringen, die ja eine treue Fangemeinschaft und eine große Fangemeinschaft in ihren Bann ziehen. Diesmal im großen Hörsaal 1 der Universität und der war proppenvoll. Der Abschlussvortrag, da hatten sie sich den Alex Huber eingeladen, einer von den Huber-Brom, kennen Sie vielleicht, das sind die zwei Extremkletterer, die mal diesen Milchschnitte-Werbespot gemacht haben, wo sie außen am Haus zum Kühlschrank hochklettern. Und der Alex Huber hat als Bergsteiger-Kletterer ganz, ganz faszinierende Einblicke in die letzten Jahre, Expeditionen der letzten Jahre, die er unternommen hat, gegeben. Das war wirklich, wirklich was zum Mitnehmen. Die Menschen waren begeistert und wir hoffen alle, dass es dieses Format, ist ja alles ehrenamtlich organisiert, die Lichtbildarena noch lange, lange geben wird. Denn es ist wirklich ein Teil der Kulturangebote hier in unserer Stadt, die nicht wegzudenken sind. Ja, dann nochmal Kultur, aber ganz anders. Am 11.11., das können Sie sich vorstellen, was da los war. Die Narren sind los um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz. Traditionell, wie die letzten Jahre auch schon, ist mir da der Schlüssel zum Rathaus entrissen worden. Bundesprogramm der Narrinnen und Narren. Schön zu sehen auch die verschiedenen Karnevalsvereine, die hier ein gemeinsames Programm auf den Markt gezaubert haben. Also das war wieder großartig. Natürlich gibt es dann auch jedes Mal dem OB ein bisschen was mitgegeben. Meistens dreht sich's um das Thema Verkehr und Baustellen. Das war auch in diesem Jahr wieder so. Aber das alles mit einem Augenzwinkern. Und ich glaube, das war wieder ganz toll. Also diejenigen, die da waren als Publikum auf dem Markt, waren total begeistert. Und auch ich, das ist einfach eine Riesen-Gaudi. Und ob man es mag oder nicht, Karneval, Fasching, das ist eine wichtige Institution in unserer Kulturlandschaft und bewegt sich halt so ein bisschen zwischen, na, wir schalten mal ab und blenden mal das ganze Trübsal dieser Welt und die ganzen Schwierigkeiten aus. Aber dieses närrische Augenzwinkern hat auch immer einen ernsten Charakter, einen ernsten Anteil dabei. Und wenn man da die richtige Mischung hinkriegen würde, wäre das manchmal auch für die Politik ganz hilfreich. Ja, und dann, heute ist viel Kultur, Sie merken es, letztes Thema, die Philharmonie. Unsere Philharmonie ist 90 geworden in diesem Jahr. Wir haben uns ja entschieden, das in diesem Jahr nicht nur auf einen Geburtstag zu legen. Der wäre ziemlich genau in dieser Zeit jetzt. Man ging immer vom 1. November aus. Gerade in den letzten Wochen und Monaten hat es aber Archivfunde gegeben, die es vielleicht irgendwo eher Anfang November sehen, das eigentliche Gründungsdatum der Philharmonie. Fakt ist jedenfalls, dass seit jetzt 90 Jahren wir dieses wunderbare Orchester haben. Ursprünglich, Sie können rückrechnen, 90 Jahre gegründet im November 1934, also zu Zeiten des Nationalsozialismus. Und das ist ein Thema, das haben wir zu Beginn dieses Feierjahres immer angekündigt, dem wir uns auch widmen wollen. Der Auftakt war natürlich, viele von Ihnen waren da, am 8. März, das fulminante und riesengroße Konzert mit Mahlers 8. Sinfonie, der Sinfonie der 1000, wo wir in die Sparkassenarena gehen mussten, weil das Volkshaus dafür zu klein gewesen wäre. Aber jetzt, wenn sich der Kreis zum Ende des Jahres schließt und jetzt das eigentliche Gründungsdatum der Philharmonie in den Blick kommt, dann schauen wir eben in die NS-Zeit und wollen nicht verschweigen, dass das Orchester da seinen Ursprung genommen hat. Es gab zwei überaus facettenreiche Vorträge zum Thema von Herrn Tasselaar und von Rüdiger Stutz, unserem ehemaligen Stadthistoriker, die das alles ein bisschen eingeordnet haben in die damalige Zeit und dann auch die Entwicklung des Orchesters danach natürlich. Und mal so im ganz, ganz groben Abriss, damals gegründet als städtisches Sinfonieorchester Jena. Das war damals der Titel mit ursprünglich 28 Musikern. Ist dann etwas gewachsen über die Jahre zu DDR-Zeiten, dann 1969 umbenannt worden in
in Jenaer Philharmonie. Also seit 1969 trägt es diesen Namen. Und es hatte zwischenzeitlich 82 Musiker. Sie wissen, heute ist die Philharmonie ein wenig kleiner, etwas über 74 besetzte Stellen. Da werden wir auch in absehbarer Zeit nichts dran ändern können nach oben, so gern wir das würden. Aber da wird uns wahrscheinlich immer das Geld fehlen. Sie wissen wahrscheinlich oder auch nicht, dass in den letzten 20 Jahren, seit Anfang der 2000er Jahre, die Musikerinnen und Musiker der Philharmonie auf einen Teil ihres Gehalts verzichtet haben, konkret auf das Weihnachtsgeld, um die Finanzierung des Orchesters sicherzustellen. Da gab es 2003, war das, glaube ich, einen sehr, sehr schlimmen Engpass im Haushalt. Und dann hat man über einen Haustarifvertrag, der genau so eine Regelung beinhaltet hat, Gehaltsverzicht, umgekehrt aber die Stellenzusage gemacht und die Garantie als Stadt gegeben, dass es unter diese ganz genau 74,25 Stellen nie absinken wird in der tatsächlichen Besetzung. Es ist ein Kraftakt gewesen über die ganzen Jahre und es ist eigentlich ein Wunder, dass es gerade in den unmittelbaren Nachwendejahren, als die Besucherzahlen dramatisch eingebrochen waren, dass es überhaupt gelingen konnte, den Bestand der Philharmonie zu sichern. Und da habe ich gestern auch in der kurzen Anmoderation gesagt, dass es ein gemeinsames Verdienst der Kulturpolitik in dieser Stadt, aber eben auch des Orchesters selbst. Und da auch an die Musikerinnen und Musiker hier nachträglich nochmal ein ganz herzlicher Dank von meiner Seite. In diesem Jahr ist es ja gelungen, die Finanzierung des Orchesters mit Unterstützung des Freistaates auf neue Beine zu stellen und diesen Haustarifvertrag auslaufen zu lassen, sodass die Musikerinnen und Musiker jetzt nach Tarif bezahlt werden. Also das war eine große Errungenschaft in diesem Jahr und das haben wir im Rahmen dieses Konzertes auch noch mal kurz anklingen lassen. Das Konzert selbst war ganz fantastisch. Die Zuhörer waren begeistert, frenetischer Applaus am Ende. Und es war gleichzeitig eines der Konzerte unter dem Spielzeitmotto. Diese Spielzeit steht ja unter der Rubrik Geheimnisse, Überraschungen. Also es gab wieder ein Stück, von dem das Publikum vorher nicht wusste, was es ist, von wem es ist und was es ist. Es gab ein, zwei kleine Hinweise, aber dann war Zuhören und Genießen und gleichzeitig Rätselraten angesagt. Dann natürlich mit Auflösung. Schöne Idee von Simon Gaudenz für diese Spielzeit und ein wunderbares Konzert. Ja, dann soll es das für heute auch gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer ein entspanntes, ein erholsames Wochenende. Kommen Sie gut in die neue Woche und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag hier wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.